Und gleich ist Lockdown, wir müssen uns beeilen. Kackbeutel for free. Ho, ho, ho. Hallo. Es gibt ein neues Video aus dem Center Park Het Merdal. Hiervon haben wir noch keinen offiziellen Vlog gedreht. Ich habe damals alleine einen gedreht, aber... Den bekommt niemals jemand zu sehen. Nein. Wir haben ein VIP-Bungalow unrenoviert für zwei Personen umgebucht, denn ursprünglich war geplant, dass wir mit Phil und Kevin anreisen, ein Vierer-Bungalow holen, aber da es halt eingeschränkte Angebote gibt, werden wir das nochmal zu viert im Frühjahr ausnutzen und nochmal buchen. Und der Hund läuft gerade irgendwo gegen Moment. Aha. Der hat einen Ball gefunden! Der hat einen Ball gefunden! Unglaublich, da war hier echt noch ein Hund drin. Da hat er das. Ja. Der Hund hat gerade alles abgeschnuppert. Der hat irgendwann, was du... Ja. Geil, unglaublich. Ja, auf jeden Fall haben wir Pandemie, wie ihr wisst, eventuell. Alles schließt um 17 Uhr, Lockdown in den Niederlanden ab 17 Uhr. Das heißt, alle Einrichtungen schließen auch im Center Park um 17 Uhr. Genau. Restaurants, Buffet gibt's leider nicht. Wir nehmen euch trotzdem mit von Freitag bis Sonntagabend. Und wir gucken uns das Aquamundo an. Take-Away-Service gibt es. Alles wurde ein bisschen vorverlegt, Live-Musik, Bingo, nehmen wir euch überall mit. Und Mareike zeigt euch jetzt den VIP-Bungalow, wir haben bezahlt. 360 Euro, glaube ich, für drei Nächte. Genau, das ist das erste Mal, dass wir einen VIP-Bungalow haben. Und wir quatschen schon ganz schön lange. So, Mareike zeigt euch den Bungalow. Uno momento, pro favor, ich gehe mal raus. So, der erste große Vorteil, man hat eigentlich einen perfekten Parkplatz zum Auspacken direkt vor dem Bungalow. Denn ich stehe schon direkt vor dem Bungalow. 358, eine Mareike ist auch da und die zeigt euch jetzt den Bungalow. Hallo, welcome. Welcome in the Center Park Het Merdal. Again, ist ja nicht so, was wir gerade schon Anfangsvideo gemacht haben. Bumm. Es ist sehr kalt hier. Die Heizung war auf 15 Grad gestellt. Der Hund rastet gerade dezent aus hinter euch, aber das werdet ihr dann gleich wahrscheinlich sehen. Wir haben eine Toilette, oh Wunder. Eine separate Toilette und hier ist sogar mit Lüftung, was in einem Center Park, ja, ist erstmal VIP für uns. Warten wir nicht, es riecht halt nach Toilette, das ist schief. Ja, das VIP und das ist schief. Ja, genau das. Hier ist halt ein kleiner Flur. Hier kann man die Türen auch schließen mit einer Garderobe. Mülleimer steht hier. Auf der Rückseite ist der Buggy, quasi heißt das Buggy, Einkaufsbuggy. Den muss man rausstellen, weil wir Brötchenservice im VIP-Service mit drin haben. Wir kriegen hier morgen frische Brötchen. Genau, ich blende euch mal ein, was im VIP-Service Bungalow alles dabei ist. Ja. So, da kommt man hier rein. Links haben wir eine kleine schöne Küche. Mit einer Mikrowelle, einer, wie nennt man das, Spülmaschine und allen möglichen, was man so braucht. Ein Kühlschrank, der ganz okay ist. Rechts haben wir einen kleinen Essbereich und sehr süß unsere, ja, die Dame, die geputzt hat, hat feine Vakanz hier geschrieben. Das ist auch noch niemand geschrieben. So, da unten haben wir den Hund. Willst du auch mal Hallo sagen? Die Teppiche haben wir mitgebracht, wie immer, weil der Hund nicht auf Laminat läuft. Der jaut schon, das ist das erste Mal, dass er richtig gejault hat. Der verwöhnte Tierheimhund, ne? Der verwöhnte Tierheimhund. Ja. Zum Highlight kommen wir gleich. Für mich. Hier ist der, hier ist der Schlafbereich. Es ist soll ein Boxspringbett sein. Ein kleineres Boxspringbett, ja. Ja, aber es gibt ja verschiedene Größen. Ja, es ist auch bequem. Wir haben ein Handtuchpaket im VIP-Service mit drin. Ein großes und kleines Handtuch pro Person ist da. Hier sind Kleiderschränke auf der Seite, falls du das auch mal zeigen magst. Erinnert mich ein bisschen an den Center Park die Camper Fan. Genau, nur dass es etwas größer ist. Ich find's genau. So. So, dann gehen wir zum Wohnbereich. Genau, das ist der Wohnbereich mit einer großen Couch für uns zwei. Finde ich sehr schön. Ein Tisch. Ja, nett. Den Fernseher, den. Den kann man drehen, dass man quasi im. Den kann man drehen, dass man im Schlafzimmer dann halt auch Fernsehen gucken kann. Oben noch Wasserkocher sehe ich, Kaffeemaschine. Ja, genau, da ist ein bisschen Ablage.
Wir haben auch noch Utensilien. Ja. Wir haben Dezember, das heißt, wir haben jetzt kein Grillwetter, aber man hätte einen wunderschönen Holzkohlegrill aus Stein. Und das Mobiliar wäre halt auch ein bisschen hochwertiger beim VIP-Bungalow. Der Garten ist richtig schön, nur da hinten sieht man auch schon die anderen Bungalows. Jaulbär. So, dann im VIP-Bungalow hat man dann auch, natürlich, zwei besondere Sachen. Zum einen ist jetzt nicht unser Fall, aber es gibt eine Infrarotsauna. Die werden wir einmal testen, denke ich mal. Auf jeden Fall. Wir sind nicht so die Saunagänger. Die hätten wir jetzt nicht unbedingt haben müssen. So, und jetzt kommt Mareikes absolutes Highlight. Ja. Hier gibt es übrigens noch einen Spiegel und einen Föhn. Genau, deswegen habe ich meinen Föhn nämlich nicht mitgenommen. Ah, okay. Mein Highlight hier ist das hier. Das Bad. Denn es gibt ein Whirlpool. Wuhu! Mit einer Regendusche verbunden. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Baden absolut liebe und ich werde sowas von baden hier. Aber ich glaube nicht mehr so viel mit Bubble, weil das Bubble ist nicht so meins. Jetzt holt er sich, glaube ich, den nächsten Ball. Jetzt sitzt er der verwöhnte Hund. Naja, jetzt haben wir schon 5 Minuten bei der Roomtour jetzt. Nicht schlecht, Herr Specht. Wir nehmen euch gleich mit. Wir gehen gleich zum Cycle Center, gucken uns die Preise an. Eventuell mieten wir uns was, weil wir ein bisschen weiter weg vom Schuss sind. Kann ich euch hier auch mal eintragen, wo genau unser Bungalow sich befindet. Und dann wird es später Takeaway-Pizza geben von Nonnas. Und ins Casino gehen wir. Es gibt nämlich wahrscheinlich hier noch ein Game Town mit ab 18 Abteilung. Ja. Ja, dann würde ich sagen. Also wir gehen ja mal zu den 20-Cent-Automaten. Nicht, dass wir da 2 Euro in die ganzen, die verstehen wir eh nicht, die Automaten. Genau. Sind ihr auch holländisch. Bis später. So, man bekommt einen... Ich muss pipi. Man bekommt einen DIN A4-Zettel auf Englisch oder auf Holländisch mit den Corona-Regeln, die jetzt neu sind, wo halt auch draufsteht, dass alle Einrichtungen um 17 Uhr schließen. Und dann hat nur noch der Supermarkt geöffnet oder halt die Restaurants für Takeaway. Alles andere hat geschlossen ab 17 Uhr. Ob man bereit ist, trotzdem den Preis zu bezahlen für Center Parks, was halt nicht günstig ist für ein Wochenende, muss jeder für sich selber entscheiden. Der Park bleibt auf jeden Fall geöffnet. Was leider, was wir gerade gesehen haben, das House of Games mit der ab 18 Abteilung ist momentan unter Renovierungsarbeiten. Das heißt, keine Spielhalle für uns. Bis zum 24. Dezember ist es außer Betrieb oder wird umgebaut. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel andere Regeln. Abstand, Maskenpflicht in den Indoor-Bereichen ist jetzt hier in Holland auch wichtig. Und der Corona-Pass, also der digitale EU-Covid-Pass auf dem Handy, wird verlangt bei Indoor-Einrichtungen. Aquamundo, Market Dome oder auch bei Aktivitäten. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr so zu sagen. Es hat sich nichts geändert. Und jetzt gehen wir erstmal zum Cycle Center und wir zeigen euch die Preise und eventuell leihen wir uns ein Fahrrad oder ein Elektro-Caddy. Mal schauen. So, wir sind am Cycle Center und schauen uns jetzt mal die Preise an. Der Weg ist tatsächlich überhaupt nicht weit vom Bungalow bis zum Cycle Center oder auch zum Market Dome. Ich würde es jetzt auf 5 Minuten tippen. Also eigentlich ist es nicht notwendig, aber wir wollen heute Abend Pizza bestellen. Müssen wir mit der Pizza bei 0 Grad durch die Kälte laufen zum Bungalow. Es gibt keinen Lieferservice. Das heißt, ihr könnt die Pizza nur abholen, die wird nicht in den Bungalow geliefert. So, dann gucken wir uns mal die Preise an. Ich muss zu den Schweinen. Hört ihr die Schweine? Das ist auch euch gedacht. Okay, Reike geht zu den Schweinen. Was mich halt interessiert, ist so ein Golfcar. Kostet aber tatsächlich einfach 99 Euro pro Tag. Und das bin ich ehrlich gesagt nicht bereit. Achso, das ist ein 6er Golfkart und ein 4er Golfkart. Kostet auch noch stolze 85 Euro. Ich hatte an so ein Tandem gedacht. Tandem sind 18 Euro pro Tag. Ein Weekend 36 Euro. Naja, ich bespreche das jetzt mit Mareike, die ich jetzt wahrscheinlich irgendwo aus dem Kinderbauernhof wiederholen muss. Und ja. Dann schauen wir mal. Übrigens filmen wir jetzt mit einer neuen Sony Alpha 7C. Wir haben noch kein separates Mikrofon, deswegen
Wenn es Windgeräusche gibt, I'm sorry. Wo ist die gelbe Jacke? Da hinten ist die gelbe Jacke irgendwo. Wir haben natürlich Anfang Dezember, sind vom 3. bis zum 6. Dezember hier und natürlich gibt es auch einen Sinterklaas Cottage. Den gucken wir uns auf jeden Fall auch noch an, nicht heute. Aber Nikolaus wird ja hier richtig arg gefeiert. Ach, hier ist der Nikolaus Cottage sogar schon. Kann man ja mal von außen einmal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob man einen Termin braucht. Schauen wir mal, was da steht. Psst, schau auch mal um die Ecke. Ein geschmückter Bungalow. Früher, vor Corona, gab es dann immer noch ein Treffen mit dem Nikolaus. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Auch der Centerpark wird komplett erneuert. Vielleicht habt ihr unser Video schon aus der Hüttenhüchte gesehen oder aus dem Hochsauerland. Kann ich euch gerne mal hier oben verlinken. Es gibt renovierte VIP-Bungalows, Rezeption ist erneuert, Gametown ist momentan geschlossen wegen Erneuerung. Und ja, wir haben leider einen VIP-Bungalow, der nicht erneuert ist, aber der war halt auch 70 Euro günstiger. Das Evergreens All-You-Can-Eat Buffet-Restaurant hat nur morgens momentan geöffnet. Nonnas momentan nur geöffnet von 17 Uhr bis 22 Uhr für Takeaway. Fuego im Hintergrund komplett geschlossen. Kurze Korrektur, 17 bis 20 Uhr, nicht bis 22 Uhr. We'll be driving down the street, yeah. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drive top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, or will you? I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old.
old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's old, but it's too weak to. It's sleeping too long. Wir waren jetzt gerade im Marketdom und im Supermarkt, haben ein paar Sachen gekauft, sehr teuer. Zum Beispiel eine Müllermilch kostet 1,69, glaube ich. Halbes Kilo Hackfleisch 6,99. Eine Dose Red Bull 2,09 €. Also wir reden hier von einem normalen Supermarkt im Center Park. Und ja, jetzt chillen wir noch ein bisschen im Bungalow, gehen gleich noch eine Runde mit dem Hund. Und heute Abend nehmen wir euch mit beim Takeaway Pizza Service von Nonnas. Da gönnen wir uns nämlich heute Pizza. Der Hund läuft vom Tisch, kann man ja machen. Und ja, dann gibt's heute Abend unser Essen, was wir dann natürlich im Bungalow verzehren müssen, weil ab 17 Uhr darf man nichts mehr im Marketdom essen. Bis später. Oder trinken. Oder trinken. Oder tanzen. So, Takeaway Service, kurzes Fazit. Essen zeige ich euch sofort. Preis blende ich euch ein. 41 €. Zwei Pizzen, ein kleiner Salat und Knoblauchbrot. Ist halt wie ein Freizeitpark teuer. Problem, Abholzeit 16,45. Es waren 3 Pizzen fertig, anstatt 2 Pizzen bei Nonnas. Wir haben dann 2 Pizzen natürlich mitbekommen. Aber das große Problem, das Knoblauchbrot und den Salat muss man woanders abholen. Irgendwie sehr sinnfrei. Das musste man im Grand Café abholen. Das heißt, du musst erst zur Pizzeria und dann zum Grand Café, wenn du zwei verschiedene Komponenten hast. Bisschen bescheiden. Essen, ja, ich drehe mal hier alles rum. Knoblauchbrot ist in so einer Plastikverpackung. Kostet 3,50 €, glaube ich, pro Knoblauchbrot. Mareike hat eine Pizza Thunfisch mit Zwiebeln und extra Ananas bestellt. Die extra Ananas, könnt ihr euch denken, wurde vergessen. Und ich habe eine Pizza Schwarma bestellt, also Pizza Döner. Ja, und den Mareike hat noch einen Salat dabei. Das war aber ein grüner Salat, da stand nicht drin, was da dabei ist. Und da ist sehr viel Rucola und Oliven sind da drin. Boah. Also ist nicht so... Was ich aber noch sagen will, ist, dass es... Also, an sich ist es cool, dass man wenigstens Takeaway machen kann, aber wenn du dein Bungalow am Po der Welt hast und es gibt keinen Lieferdienst, dann ist die Pizza eiskalt, wenn du dann wieder ankommst. Das ist irgendwie ein bisschen... Absolut. Ja, wir essen jetzt mal schnell, weil wir halt auch 8 Minuten gelaufen sind durch 0 Grad. Ja, die Pizza ist halt jetzt lauwarm. Also das konnte uns jetzt nicht so überzeugen. Hauptsache es schmeckt. Gucken wir dann mal, ne? Ja. So, ihr seht, wir haben gemütliche Klamotten an, beziehungsweise ich. Ich wollte gerade sagen, ich habe Jogginghose. Wir haben nämlich jetzt nach 17 Uhr lecker gegessen. Kann man lecker sagen? Es war okay. Für mich persönlich war es okay. Irgendwie waren Artischocken auf meiner Thunfischpizza, habe ich noch nie irgendwie gesehen und Artischocken sind nicht so meins. Und die Pizza war der Thunfisch war an manchen Stellen sehr, sehr, sehr salzig und hat sehr nach Lachs geschmeckt irgendwie. Hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Aber der Salat, den habe ich nicht wirklich gegessen, weil da einfach fast nur Oliven und Rucola drin war. Da stand ein kleiner grüner Salat. Da war ein bunter Oliven-Rucola-Salat, ja. Ja, also wir sind 8 Minuten gelaufen ungefähr und die Pizza war halt wirklich beim zweiten Stück war eiskalt. Ist leider wirklich nicht so die perfekte Lösung, dieses Takeaway mit Pizza. Ich muss sagen, eigentlich in vielen Parks gibt es auch einen Lieferservice für Pizza, also was eigentlich auch besser wäre. Hätten die, ich weiß ja nicht, wie es personell hier aussieht, aber anbieten können sowas. Ja, naja, das war unser erster Tag, der Freitag. Und morgen früh geht's weiter. Wir kriegen nämlich Brötchen in den Bungalow geliefert oder an den Bungalow geliefert. Und dann zeigen wir euch morgen, welche Brötchen inklusive sind beim VIP-Paket. Nein, weil das variiert jeden Tag. Die Brötchenauswahl, die wird jeden Tag variieren, weil es jeden Tag andere Brötchen gibt, hat sie gesagt. Dann zeigen wir euch jetzt einfach morgen und übermorgen die Brötchen. So sieht's aus. Bis morgen. Gute Nacht. Viel Tschüss. Spaß beim Baden. Ich geh jetzt baden. So, wir beenden den Tag mit einer Aufnahme vom Whirlpool. Jump, jump. Sehr schöne Ambient-Beleuchtung.
Wir machen auch mal die Bubbles an. Einen Moment. Alleine dafür lohnt sich schon der VIP-Bungalow. Da waren wir nämlich heute schon mal drin und Mareike sogar schon zweimal. Wir hatten übrigens ein Problem. Es kam kein heißes Wasser aus der Armatur. Dann mussten wir bei der Rezeption Bescheid sagen über WhatsApp. Und dann kam innerhalb von 20 Minuten ein Techniker und hat das Problem behoben. Sehr gut, schnell und einwandfrei der Service. Fängt schon an. Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir nach einer erholsamen Nacht. Wir haben sehr gut geschlafen in dem Bett. Das ist ein sehr, sehr bequemes Bett. Nur leider sehr, sehr kalt nachts. Die Heizung schaltet sich aus. Das ist irgendwie ein Problem bei Center Park. Das hatten wir jetzt jedes Mal, dass die Heizung sich im Winter ausschaltet und das ist sehr kalt ist. Wir haben Frühstück gemacht, Frühstück bekommen. Eine Tüte heute Morgen geliefert bekommen mit ein bisschen Auswahl an Brötchen. Ich habe heute Morgen schon einmal reingeguckt. Wir haben einmal zwei, also von jedem zwei, so Kaiserbrötchen. Recht weiche Körnerbrötchen und zwei Milchbrötchen. Die Milchbrötchen schmecken hier nach Burgerbrötchen so teilweise, weil die nicht ganz so süß sind. Aber wir probieren das alles mal. Wir werden uns jetzt, hier ist auch noch Günther, wir werden sie von dem Einkaufstrolli. Ja, ja. Wir werden uns das jetzt schmecken lassen und werden jetzt den Tag ganz gemütlich beginnen. Wir werden morgen das Aquamundo besuchen. Eigentlich war der Plan heute, aber wir waren heute Morgen zu müde und werden morgen das Aquamundo besuchen. Was steht heute noch so an? Wir machen das heute recht spontan. Der Plan aktuell ist, dass wir gleich Richtung Market Dom gehen. Nee, zu den Tennisplätzen, denn da gibt es ein Meet and Greet mit dem Nikolaus und Knecht Ruprecht. Wir schauen uns das mal an. Wir gucken mal, ob die überhaupt dann noch da sind, wie weit, wie lange wir brauchen. Dann wollen wir uns eine Bingo-Karte von unseren Aktivitäten-Gutscheinen kaufen oder holen, austauschen. In die Shops gehen, eventuell Indoor-Mini-Golf machen, weil wir das heute nicht schaffen, machen wir das morgen. Und denn wir hören uns heute Live-Musik an und werden dann im Grand Café was dazu essen. Yeah, I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel to the mighty, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you think that you want it. Wanna find you drop top without a choice, yeah. Hair blow round to the window singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive first to the ocean. I wanna know all of you. Growing up like a ghost, yeah. I wanna have kids. Du hast es auf Video, ich schwöre bei Gott, wie geil bin ich denn? Unglaublich, ganz ehrlich. Ich habe gesagt, wenn Mareike gewinnt, zahle ich das Essen im Market-Restaurant morgen und übermorgen. Mach dir einfach eine 1 bei Bahn 2. Yeah. So, warte mal, ich gehe mal einmal hier raus. Und dann zeigst du, dass du das auch mit einem Schlag hinkriegst, so wie ich gerade. Alter, das ist eine andere Bahn. Da hast du auch zwei Schläge gebraucht. Und los. Fast. Das geht noch besser, mein Hase. So, wir haben gesagt, das große Loch zählt auch, weil die Bahn schon so alt ist. Gut. So, weiter geht's. Wir machen die Bahn einfach durcheinander, weil gerade andere Bahnen, die wir jetzt machen, müssten besetzt sind. Und ja, aber ich finde, die Minigolfbahn ist schön, aber die müsste so ein bisschen erneuert werden, denn
hier an der Bahn, wo wir gerade waren, da sind die ganzen Sachen kaputt, deswegen da und da vorne, neben dem Loch ist ein großes Loch, da eigentlich müsste auch so ein Ding sein. Naja. Endergebnis? Chris hat gewonnen. Aber es war knapp. Du warst der gut. Der Chris, der kann das einfach nicht haben, wenn mal jemand anders gewinnt. Der ist so ein... Ah. Aber es war knapp. Sie müssen über die Hindernisse. Du musst das nochmal machen. 41 zu 46. Hast dich gut geschlagen. So, wir sitzen im Marketdom. Mareike hat eine große Cola und sie hat doch nicht aus diesem Glas getrunken. What the heck? Aber hier gibt es nur kleine, normale Cola. Pepsi. Ja, aber... Aber ja. Also wenn man die Eiswürfel jetzt rausnimmt, wäre das vielleicht die Hälfte. Naja, ich habe einen Bitter Lemon, zusammen haben wir 6,75 Euro bezahlt. Wir sitzen jetzt schon um 13 Uhr am Market Café, weil hier ab 15 Uhr... Live-Musik ist, stell dich scharf, danke. Und dann gucken wir uns nachher mal die Live-Musik an und essen heute auch hier. Warmes Essen mit Tischbedienung heute mal und auch hoffentlich heißes Essen. Und ganz interessant, man muss sein Covid-Zertifikat vorzeigen und wenn wir es vorgezeigt haben, dann wird dieser Daumen nach oben gedreht. Damit jeder weiß von den Kellnern, wir wurden schon überprüft auf unser Covid-Zertifikat. Hier gibt es übrigens noch keine Booster-Regelung. Das heißt, hier könnt ihr auch, wenn ihr eure Impfung länger als 6 Monate zurückliegt, ganz normal Speisen und Getränke zu euch nehmen. Und dann gibt es gleich unser Essen und die Live-Musik. So, wir mussten mal eben den Tisch wechseln, weil wir im Bungalow kurz waren und jetzt einfach alles voll ist. Jetzt haben wir leider keinen Blick mehr auf die Bühne. Naja, wir essen jetzt auf jeden Fall hier. Wir haben uns schon mal eine Cola bestellt und eine Pepsi Max. Und Mareike weiß nicht, welche Cola ist und welche Cola Zero ist. Und, aber ich gehe jetzt einmal zur Bühne und filme ihn in die Entertainer. Stop between my shadow and me. Delicious angel eyes. She knows exactly how to tell the lies. She's out to get you, danger, but it's time. So, ich muss ein bisschen lauter reden. Unser Essen kam rasant. Champignon-Schnitzel mit Pommes, 19,20 Euro. Und Mareike hat einfach genau das Gleiche. Und Live-Musik ist sehr laut. Chocolate Fantastic für 6,70 Euro. Aber die Schokosoße fehlt. Skandalös. Tag 2, wir sind im Bungalow und Lockdown draußen. Wir haben gegessen. Wie hat es dir geschmeckt? Es war okay. Es ist halt TK. Es ist halt kein richtiges Restaurant. Das ist halt so, ich würde schon sagen, Qualität, so wie im Café Extrablatt oder so. Ja. Wenn alles wieder normal geöffnet ist, würde ich dann nicht nochmal warm essen. Würde ich auch so sehen. Aber... Hauptsache, man konnte essen gehen. Also das ist ja gerade im Moment sehr viel wert. 2 Schnitzel, 2 Cola, 2x Eis, 64 Euro. Boah, das ist schon echt heftig. Das ist schon heftig hier. Aber wir sind halt in Holland. Aber wir wussten das auch. Das wussten wir und wir sind in Holland. Hier kostet auch ein Liter Sprit 2 Euro. Ich meine, die verdienen auch mehr hier. Muss man ja auch eindeutig so sagen. Deswegen kann man sich eigentlich nicht beschweren. Wir sind auch noch in so einem Freizeitpark. Freizeitunternehmen. Ja, ansonsten haben wir gar nicht so viel heute gemacht, ne? Nee. Stimmt. Aber habt ihr alles gesehen, was wir gemacht das haben? Das Highlight kommt gleich für Mareike E. Das ist ja die Bubbelbadewanne. Ja, ohne Bubbles. Ja, einfach nur Badewanne. Ich mag die Bubbles nicht. Ich mag Bubbles nicht so gerne. Baden. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder, Punkt 9 Uhr, im Aquamundo. Einschalten. Dranbleiben. Einschalten. 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 Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem letzten Tag im Center Park at Merdal. Wir waren heute faul. Und sind liegen geblieben, es wird kein Video aus dem Schwimmbad geben, es tut uns sehr leid, aber wir waren faul und wollten schlafen, ein bisschen länger liegen bleiben.
mit dem Hund ein bisschen kuscheln im Bett, der gerade jault, weil er Aufmerksamkeit will. Genau. Aber die Schwimmbäder sehen ja alle ähnlich aus. Also, genau. Wir machen heute sowieso so ein bisschen Lazy Day. Wir frühstücken nämlich heute. Wir haben wieder Brötchen an den Bungalow bekommen. Oh. Es gibt wieder zwei Kaiserbrötchen und zwei helle Meerkornbrötchen. Aber es gibt dazu auch noch jeweils zwei Croissants. Way, ein Highlight. Morgen früh, wenn wir schon weg sind, wird es bestimmt Schokobrötchen geben. Na toll. Ja, das essen wir jetzt und dann gehen wir mit dem Hund ein bisschen spazieren. Der freut sich auch schon, der ist auch am Jahr und der ist on fire, nachdem er heute Morgen zweimal gekotzt hat. Und dann gibt es nachher noch ein paar Impressionen vom See, vom Spielplatz, vom Bingo-Spielen und nochmal vom Essen. So machen wir's? So machen wir's. Und ansonsten sind keine Aktivitäten geplant heute. Jetzt heißt es erstmal frühstücken. Was machen Sie da? Auch Kackbeutel. Du? Die wollen, dass ich die Hunde A hier wegmache, also brauche ich auch ein paar Kackbeutel. Ich habe mir jetzt ein paar genommen. Da sind aber noch genug drin. Da ist noch mehr als die Hälfte drin. Kackbeutel for free. Oh yeah, living life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. Auch hier, wie in jedem anderen Centerpark mittlerweile, werden die Bungalows renoviert. Hier haben wir eine ganze Reihe Bungalows, wo alles ausgemistet wurde. Und Mareike sagt, oh, die ganzen Badewannen. Ja, die neuen Bungalows haben alle keine Badewanne mehr. So, jetzt gehe ich mal von hinten und gucke, was der Hund macht. Stabilisierung und Flieg. Hier ist nämlich sehr... Ja, mal gucken, was der macht. Ich werde so flüssig. Interessiert dich nicht. Hi. Super. Toll. Danke für nichts. Warum lassen wir Bingo ausfallen? Weil wir verwöhnt sind. Und Bingo findet auf den Tennisplätzen indoor statt. Und dort sind nur Stühle aufgestellt, keine Tische und ganz nah aneinander. Und da wir ja eh nichts dafür bezahlt haben, haben wir gesagt, dann gehen wir jetzt einfach essen und lassen Bingo ausfallen, weil wir eh kommen, was gewinnen, aus genau. Alkohol. Ganz genau. Und wir sind wieder im Marktcafé, wo auch sonst, geht ja auch nicht anders. Und hier gibt es halt QR-Code, den scannt ihr und dann könnt ihr auf Deutsch bestellen und bezahlen mit Kreditkarte. PayPal ist allerdings nicht möglich. So, wir haben Essen. Nichts Besonderes. Mareike hat Chicken Wings. 8 Stück für 7,25 Euro. Jeder eine Pommes. 2 gratis Soßen sind dabei. Für 3,95 Euro pro Portion. Und die Getränke kosten 3,55 Euro. Also insgesamt knapp 23 Euro für dieses Essen. Lass dir schwenken. So, gleich gibt es dann noch ein Fazit, bevor wir nach Hause fahren. Und dann war es das auch schon wieder mit unserem Aufenthalt hier vom Centerpark Sett Merdal. Nee, ich probiere atemlos. Nee, das lügt sie nicht. Oh.
sind's wieder. Sonntag, später Nachmittag. Es geht nach Hause. Wir haben gegessen. Ja. Dein Fazit? War nicht okay. Also war die Chicken Wings waren geschmacklich okay, aber die Pommes waren halt gar nicht gesalzen. Ich finde, wenn die nicht direkt aus der von der Fritteuse rausgesalzen werden, dann hält das Salz auch nicht an den Pommes. Aber das machen viele Länder leider so. Aber was uns negativ auffällt, das müssen wir jetzt sagen, die Niederländer, die halten sich ja hier kaum an die Maskenpflicht. Wie viele Leute wir jetzt schon im Marketing gesehen haben, die einfach ohne Maske reinlaufen. Hier dürfen Kinder ab 13 Jahren eine Maske tragen müssen. Den Sinn dahinter verstehe ich auch nicht, weil Kinder kriegen bewiesenerweise Corona. Das ist so ein bisschen das, was uns auch noch so ein bisschen nervt. Das ist hier nicht so gewollt anscheinend. Und dein generelles Fazit zum Aufenthalt während dem Lockdown, 17 Uhr zu alles? War okay, also war es gar nicht so schlimm, fand ich. Abgesehen das mit dem Essen war so ein bisschen doof, das ist so Nachgeschmack schlechter. Ansonsten fand ich das Wochenende sehr schön. Wir haben sehr schön gechillt. Wäre jetzt keine Badewanne da gewesen im Bungalow, wäre schon ein bisschen blöder gewesen. Aber solange eine Badewanne da ist, bin ich immer glücklich. Und es uns gut geht. Also ja, man muss halt echt Abstriche machen. Gastronomisch extreme Abstriche, finde ich. Aktivitätenmäßig auch. Ich habe euch gerade nochmal das Bingo gefilmt. Bingo war halt wirklich auf Stühlen. Die haben ihre Jacke unterm Stuhl. Und wir hätten keinen Komfort Platz gekriegt zu zweit. Ja. Also ich würde es persönlich tatsächlich nicht empfehlen. Solange der Lockdown bis 17 Uhr ist oder ab 17 Uhr. Wir haben in 3 Wochen tatsächlich wieder Center Parks gebucht. Wieder in Holland, die Camper Fennen diesmal. Da haben wir auch noch keinen Vlog auf dem Kanal. Ob wir das machen? I don't think so. Im Moment, aktuell, ich weiß nicht, wie die Zahlen gerade in Holland sind, ob die noch steigen, ob die sinken. Inzidenz ist bei 850 momentan. Aber wenn die Zahlen, wenn das weiterhin so ist, dass man kein Essen kriegt, nur Takeaway, würde ich es nicht machen. Und man es nicht in einem Bungalow geliefert kriegt, das ist dann auch wieder eine andere Sache. Ja, die Frage ist auch, ob du es heiß. Gar nicht scharf. Ob du es heiß in dem Bungalow geliefert kriegst, ist auch die Frage. Ja, dann würde ich mich beschweren, ob ich mein Geld zurückhaben will. Also man zahlt ja auch viel mehr für Weihnachten. Ne? Die Bungalows sind halt einfach fast doppelt so teuer an Weihnachten. Ja. Und wenn man dann halt, wenn es dann halt so krasse Einschränkungen gibt, dann denke ich mal, werden wir es vielleicht versuchen, auf den deutschen Park umzubuchen oder ansonsten halt nochmal ein Jahr verschieben, das zweite Jahr dann nicht hier hinkommen und ja. Da haben meine Eltern aber auch noch ein Wörtchen mitzureden, weil die kommen nämlich mit über Heiligabend und Weihnachten. Ja, da schauen wir mal. Naja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin nicht scharf, ich bett voll unter, weil ich im Hintergrund bin. Das ist nicht scharf. Aktiviert kostenfrei die Glocke. Und der nächste Vlog kommt aus einem Spa-Bereich. Lasst euch überraschen. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Und gleich ist Lockdown, wir müssen uns beeilen. Oh, ich habe gar nicht auf. Da ist ein Hund aus dem Fenster, wie süß. Center Parks! So, ihr seht. Warte, wo? Nochmal.